Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update heute für den 8. Februar 2022. Ja, wir gucken uns heute mal wieder mein Depot an. Es ist jetzt gar nicht so viel am gestrigen Tag passiert. Es ging auch ein bisschen nach unten. Heute ging es dann auch noch weiter nach unten, was natürlich echt schade ist, aber lässt sich leider nicht vermeiden. Wenn man hier einmal so drüber guckt, dann sehen wir, dass eigentlich relativ viel im positiven Bereich ist, aber hier unten vor allen Dingen auch bei den Sparplanaktien dann im roten Bereich und hier oben meine größte Position BioNTech auch leider im roten Bereich. Vorab sei natürlich aber wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann immer meine persönliche Meinung und falls ihr in eine Aktie investieren möchtet, dann ja, informiert euch selbst oder investiert oder beziehungsweise und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ja, es ist heute relativ gut losgegangen, war hier fast 50 Euro im Plus, aber dann vor allen Dingen gegen 16 Uhr dann auch extrem im Minus mit hier 1,66% ist dann wieder so ein bisschen angestiegen. Jetzt gerade aktuell sinkt es aber weiter und ich bin 1,14% oder 96 Euro hier im Minus. Schauen wir uns mal BioNTech an. Von über 150 gerade auf unter 140, 8,28%, was 12,55 Euro entspricht, ist natürlich echt hart. Und insgesamt jetzt hier 51,48% im Minus. Gucken wir uns auch mal an die neuesten Meldungen hier. Apotheken impfen gegen Coronavirus, aber wenige Filialen beteiligt. Schleppendes Impftempo, nur wenige Erstimpfungen. Scharfe SPD-Kritik an Söders Ankündigung zur Impfpflichtaussetzung. Ja, diese Nachrichten haben natürlich alle nur nicht hauptsächlich mit BioNTech zu tun, immer natürlich nur durch den Impfstoff, aber es sind jetzt keine ausschlaggebenden News für BioNTech. Die Woche sehen wir hier auch sehr schlecht momentan. Der Monat hat sich erst so ein bisschen wieder erholt. Es geht jetzt wieder ordentlich nach unten. Mal schauen, hier war es ja gegen Ende Januar bei 123 Euro, jetzt gerade noch bei 139. Mal schauen, wie weit es hier noch runtergeht. Tesla, ein guter Tag, 1,63% plus gemacht und hier 57,6% im Plus. LVMH, ja, ein kleines Minus, hier auch insgesamt ein kleines Minus von 1,58%. Lockheed Martin steigt ganz gut, 1,14% im Plus und hier 18% mit meinen zwei Aktien. Das freut mich natürlich auch sehr. Okta ist extrem gesunken hier, steigt oder danach natürlich auch extrem wieder gestiegen. Also hier war auch so eine Berg- und Talfahrt. Ja, aber hier bin ich auch noch mit 24,27% im Minus. Allianz hatte einen recht guten Tag, hier mit meinen zwei Aktien 19,03% im Plus. Unilever sah auch ganz gut aus, auch hier habe ich ja noch nicht so lange, bin ich fast 12 Euro im Plus. Ist jetzt natürlich auch nicht so viel, aber freut einen natürlich. British American Tobacco hier jetzt 65,82 Euro im Plus, entspricht 18,52%. Ja, weiter geht's mit Carnival. Auch sehr gut, 5% heute, ist auf jeden Fall mega. Aber auch hier noch 21,60 Euro im Minus. Fiverr ist hier nachmittags auch immer ganz gut angestiegen, sinken gerade aber weiter. Ja, und mit meinen vier Aktien hier immer noch extrem im Minus mit 47,75%. Dann haben wir Fay Therapeutics, ein kleines Plus noch, sinkt aktuell aber auch gerade. Hier insgesamt über 40% im Minus. Walt Disney, ja, kommt vielleicht sogar noch in den positiven Bereich. Wir haben hier 0,06% gerade im Minus, das entspricht 8 Cent. Und ja, insgesamt hier 16% im Minus. Nel Azar. Ja, einen sehr schlechten Tag gehabt, eigentlich ausschließlich im Minusbereich gewesen. Hier 3% jetzt noch im Minus. Visa war hier auch, ich weiß gar nicht, wir sehen es bei der Eintagesspanne, nee, war nicht über den 200 Euro.
Insgesamt bin ich hier 9 Euro im Plus. Meta-Plattforms, ja, das war ja wirklich eine verrückte Woche bisher. Heute 2% Minus gemacht, die Woche 13,58, der Monat 34,78. Ich habe auch gelesen, dass Meta überlegt, Facebook und Instagram, glaube ich, abzuschalten in der EU wegen den Datenschutzrichtlinien. Wird wahrscheinlich hier irgendwo stehen. Nee, steht hier nicht. Ja, ich hatte sowas gelesen. Wenn es so weit kommen oder wenn es so kommen würde, wäre es natürlich krass. Mal gucken, was da noch so passiert. Was meint ihr? Wird es wirklich in der EU abgeschaltet? Kann ich mir irgendwie eigentlich nicht vorstellen. Beko Group, ein kleines Minus, insgesamt ja auch über 50% leider im Minus. Novo Nordisk, ja 0,85 im Minus und hier aber noch ein bisschen im Plus, 3,56 €. Zalando war heute kein guter Tag, insgesamt ja auch fast 50 Euro im Minus. Redfin steigt ein wenig auf, 1,66% heute, aber auch hier 93,60 € mit meinen 5 Aktien im Minus. BlackRock hatte heute auch nicht so einen guten Tag, 1,21 sind vor allen Dingen hier ab 15 Uhr extrem gesunken, insgesamt ja auch fast 10% im Minus. Ja, Adobe dafür im Plus, aber auch hier 13,71 € noch im Minus. Cisco Systems, meine neue Aktie, hatte ich ja letztens erst eine gekauft, weil ich dachte, okay, ich möchte das Geld eigentlich nicht da liegen haben. Und ja, hier bin ich gerade 5% im Minus. Die geben aber auch eine gute Dividende. Ich weiß gar nicht, wann die nächste hier kommt. Die gab es gerade im Januar, okay. Also dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich so März. Sylvania Platinum. Ja, ist jetzt nicht so viel passiert. Insgesamt hier 5 Euro im Minus und Apple, die eine oder diese geschenkte Aktie, die ich hier bekommen habe, diesen Anteil, ist gerade 1% im Minus oder 21 Cent. Ja, nicht investierter Betrag immer noch von 5,13 Euro und sonst ist ja eigentlich nichts passiert. Ich beobachte eigentlich nur und ja. Das war der Dienstag. Schreibt mir natürlich gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das interessiert mich natürlich auch immer. Und ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Würde mich extrem freuen. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.